Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist sehr, 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 sehr lang her und ich versuche es wirklich sehr knapp zu halten. Warum ich so lange weg war, ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt hatte. Meine Mutter hatte im letzten, also im Sommer 2021, einen Schlaganfall bekommen und ja, das alles ging halt. Ja, das mussten wir halt verarbeiten, dann war sie halt auf Kur und ich wollte halt mehr für meine Familie da sein und ja, und dann habe ich im September meinen neuen Job angefangen und ja, und dann hatte ich irgendwie so richtig keine Motivation, weil der neue Job mich auch voll irgendwie beansprucht hat. Man muss halt alles neu lernen und das dauert halt seine Zeit und ja, am Samstag hatte ich Geburtstag, also noch gar nicht so lange her für euch. Also heute ist der Mittwoch, ja, Mittwoch. Nach meinem Geburtstag vom 12. Genau, heute ist der 16. Februar, genau. Und ich habe mir gedacht, okay, du hattest jetzt Januar Zeit, du hattest jetzt die Hälfte des Februars Zeit, um wieder, wie soll ich sagen, erfrischt wieder zurückzukommen. Und ich wollte es eigentlich schon länger tun und ich hatte auch die Motivation, aber ich habe die Stapeln vorbereitet. Also ich habe Stapel vorbereitet, volle Bücher, die mit denen ich das letzte Jahr eigentlich noch abschließen wollte. Da war da halt der Neuzugänge für den Monat, dann der Lesemonat und dann wieder Neuzugänge und sowas halt. Und jedes Mal, wenn ich hier reinkam und aufnehmen wollte, habe ich mir gedacht, ich habe so keine Lust gerade auf der Vergangenheit noch zu stecken oder in der Vergangenheit zu stecken. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich muss es jetzt anders machen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, alle Bücher, die ich jetzt noch im letzten Jahr gekauft habe, zeige ich euch in diesem Video. Und im nächsten Video zeige ich euch die restlichen Bücher, die ich in 2021 gelesen hatte. Genau. Und dann geht es auch komplett neu los. Und das beginnt auch mit einem Vlog. Also ich werde heute zeitgleich auch einen Vlog starten, weil es gibt auch ein bisschen was zu erzählen und ich möchte euch so ein bisschen wieder in meinem Alltag mehr integrieren wie früher, da ich auch wieder mehr lese und ja, dementsprechend würde ich sagen, war das ein langes Intro und wir fangen jetzt mal wirklich an. Ich nehme einfach die Stapel, die Bücher, die halt auf dem Stapel gab, zu oben liegen. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich jetzt das im Dezember gekauft habe, sondern ich habe keine Ahnung wann. Vielleicht war es sogar auch Januar. Ich habe versucht, es chronologisch zu halten. Dementsprechend kann ich euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt trotzdem stimmt oder nicht. Auf jeden Fall ist das der 5. Band von Das Reich der Sieben Höfe. Und mein Problem ist dann noch mit Das Reich der Sieben Höfe. Ich habe zwar alles 1 bis 4 gelesen. Den ersten Band habe ich zu Hause und jetzt den 5. Und ich würde sie mir gerne mal gebraucht kaufen. Dementsprechend habe ich noch die restlichen nicht. Und der 4. Band ist halt so klein gewesen und ich habe eigentlich gedacht, dass es so nur ein Zwischenband ist und nichts dazu passendes ist, aber anscheinend wird es als 4. gezählt. Und ja, hier geht es um die Geschichte von, wie heißt sie, Freyas Schwester Nesta, genau, Nesta. Und sie ist ja jetzt auch eine Haifee und Cassian, genau, da geht es um die beiden und ich bin sehr gespannt, da Nesta eine sehr krasse Persönlichkeit hat. Bin ich sehr gespannt, wie sie sich so ergibt und ob sie Freya sehr ähnlich ist. Also vom Charakter her überhaupt nicht, aber man kann nie wissen. So, und auch ich habe den neuen Fitzer gekauft und ich war sogar auf einer Lesung in der Buch Wien, also die Buchmesse in Wien. Genau, und leider ist der Herr Fitzek an diesem Tag etwas kränklich gewesen, so dass er keine Autogrammstunden gegeben hat und ich bin sehr traurig, weil ich hätte eigentlich gern das Buch signiert gehabt. Aber vielleicht irgendwann einmal kommt er wieder nach Wien auf die Messe und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles andere erfährt ihr dann im Lesemonat. Hier geht es um ein Mädchen, das entführt wird und mit einer Playlist gefunden werden kann,
die Songs wurden speziell für das Buch geschrieben. Wobei, wie hat es der Fitze gesagt? Er hat gesagt, die Songs haben das Buch geschrieben. Ja, und es sind 15 an der. Ja, 15. Und das Cover ist halt echt schön. Die geben sich halt super viel Mühe da drüben im Verlag. Bin gespannt, was ihm so als nächstes einfällt. So, und natürlich gehören die Disney-Bücher auch in mein Bücherregal. Ich habe leider noch kein einziges von denen gelesen. Ich nehme es mir auf jeden Fall vor und wer mitmachen möchte, ich werde mal so einen Monat nur diese Bücher lesen. Also es gibt ja 1 bis 8. Ich muss noch mal gucken, welche jetzt davon die 8 sind. Also es gibt die Twisted Tales, genau, und die Willens. Von den Willens gibt es 8 Bänder, genau. Und von den Twisted Tales gibt es bis jetzt 4 und im März erscheinen die nächsten 2, genau. Und die habe ich auch schon vorbestellt und das ist der 4. Band, oder? Nee, das müsste schon der 5. sein. Steht auch nichts da. Auf jeden Fall geht es hier um die Seehexe Ursula. Dann habe ich mir ein Band gekauft, der sehr lange irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe eigentlich die Reihe so pausiert, weil mir die erste Reihe von All Signs nicht gefehlt hatte, sondern ich sie noch nicht gelesen hatte. Und jetzt habe ich die neue Trilogie, wo es um die Kinder von der ersten Reihe geht, fertig. Also mit Der Verlorene war der 3. Band und jetzt hat sie ja wieder eine ganz neue Reihe. Und ich liebe ihre Schreibweise. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen kann. Sie schreibt halt sehr düster. Es gibt sehr viele Sachen, die einen triggern können. Ja. Gewalt. Sowas halt. Also sehr ähnlich mit Brittany C. Sherry. Nur bei ihr ist es oft so, dass halt es im Teenager, also Teenager will ich jetzt nicht sagen, im Jugendalter. Ja, Jugendalter kann man schon sagen. Nee, auch nicht. Dass es also in junge Erwachsenealter geht, so ab 18 bis 30, würde ich jetzt sagen. Dann war ich. Ach, das Buch habe ich auch nicht gezeigt, aber ist jetzt auch egal. Ich werde es nachholen. Ich habe nämlich, war ich auf einer kleinen Signierstunde von Andreas Gruber, von Ursula Poznanski und Andreas, nee, und der, wie heißt der? Bernhard Aigner habe ich leider nicht gesehen, aber der wäre eigentlich auch dort gewesen. Und zwar ist in Wien in der Shopping City ein neues Thalia aufgemacht worden und da kam die und ja, ich habe mir meine Bücher signieren lassen. Und habe dann noch das neueste Buch von Andreas Gruber gekauft. Das hat er dann auch gleich signiert. Und dann habe ich noch dieses Buch geschenkt bekommen von Thalia. Von Thomas Raab. Der Metzger fällt nicht weit von Stamm. Ist eine kleine Kriminalgeschichte vom Verlag in Wien. Also der Heymon. Ich glaube, das ist ein Wiener Verlag. Ja, müsste das schon so sein. Ja, ich habe es nicht gelesen, noch nicht. Aber es ist... Bin gespannt trotzdem. Dann habe ich auch eine Reihe angefangen, die so gehypt war. Ich habe sie angefangen zu lesen, also als sie schon ein bisschen gehypt war. Und jetzt geht es ja voll an die Decke. Und zwar ist das Crave von Tracy Wolf. Alleine, das finde ich ja schon so mega geil. Ich liebe ja sowas. Und nein, ich habe es immer noch nicht vergessen. Es wird demnächst, ich habe mir die Bücher schon ausgesucht, das Ganze ist schon alles in Bearbeitung gewesen, oder ja, jetzt muss ich nur noch abdrehen, und zwar Bücher mit bunten Abschnitten, und ich habe mir gedacht, ich werde in einigen Parts kommen, und das wird auch ein Hardcover und ein Taschenbuch
separat geben und auch ein gelesen und nicht gelesen. Also auf jeden Fall steckt ein bisschen mehr Arbeit als jetzt nur das. Ja, hier geht es um eine Vampir-Story. Sehr angehaucht mit der Twilight und sowas halt. Grace Eltern sind an einem Autounfall verstorben und sie geht dann nach Alaska zu ihrem einzigen Onkel auf eine Akademie, die nennt sich jetzt, lass mich nicht lügen, doch, da steht's vorne, Moment, in die Catmare Academy, die halt komplett im Waldviertel lebt und sie ist in einem Zimmer mit ihrer Cousine und die verstehen sich auch gut und alles ist super schön. Und ich sehe gerade, dass die Cover hier schon angezeigt werden, wie sie werden, falls es ihr nicht gesehen habt. Irgendwie habe ich das voll verdrängt. Ich habe den zweiten und den dritten Band selbstverständlich auch schon vorbestellt. Wir leben halt in einer Fantasiewelt, würde ich jetzt sagen, in der es Drachen gibt, die Menschen sind und sich verwandeln können. Vampire, Werwölfe und so weiter. Und unsere Grace ist, ja, wird sie selber lesen. Ich werde euch jetzt nicht spoilern, was sie ist. Auf jeden Fall verliebt sie sich in einen Jungen, der kein normaler Mensch ist, sondern was anderes. Möchte auch da auch nicht zu sehr spoilern. Und ich fand es jetzt, ohne euch jetzt viel zu spoilern, ich fand es gut. Aber irgendwie war ich halt voll skeptisch mit, mein Gott, man hat so viele Ähnlichkeiten mit so vielen anderen Stories von Twilight bis zum Katniss, wie heißt sie? Ja, ihr wisst, was ich meine. Panem, genau. Und ja, dementsprechend war ich da ein bisschen skeptisch, aber es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen und auch wieder so so diese Erinnerung, die man auch dann gespürt hat mit Twilight und so, weil man, also ich war doch noch sehr jung zu Twilight-Zeiten. Und ja, keine Ahnung, es war so ein Feeling von früher und ich habe es so geliebt, das war richtig gut. Es hat mir sehr gefallen und wer die ganzen Klischees verkraften kann und sich denkt, scheißegal, oder Twilight gar nicht kennt, der sollte wirklich so ein Buch zugreifen. Es ist halt echt eine schöne Geschichte bis jetzt gewesen. Dann habe ich von Victoria Eliot, die wir ja alle kennen von Die Rote Königin, denn sie hat jetzt eine neue Reihe geschrieben. Ich kann euch da nur einen Klappentext vorlesen, weil es einfach schon so lange her ist, dass ich das Buch habe und ich habe es halt immer noch nicht gelesen, was auch, bescheuert ist, aber was soll's. In Carolinas Adern fließt das Blut eines Helden, doch sie verabscheut ihre Herkunft und will nichts mit dem Vater zu tun haben. Für den Heldentaten stets wichtiger waren als seine Tochter. Nun ist Carolines Vater tot, gefallen durch die Hand seines eigenen machthungrigen Bruders. Um den Untergang ihrer Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit nur 6 Gefährten, die ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Caroline auf, um eine Armee aus Asche zu bekämpfen. Doch will sie eine Dunkelheit besiegen, gegen die sogar wahre Helden machtlos waren? Klingt gut, hat mich sehr an die Rote Königin erinnert und ich hoffe, wir spielen vielleicht in derselben Welt und das sind ihre Nachkommen oder so. Keine Ahnung. Bin ich hier Stolen und das ist der dritte Band, deswegen kann ich jetzt die Geschichte fertig lesen. Ich habe sie auch, man kann sie auch auf BookBeat hören. Dementsprechend werde ich es mal nebenbei machen. Also ich denke, im März werde ich damit anfangen und hoffentlich auch ganz schnell fertig werden. Und auch die Cover, da kann ich dann euch auch berichten. Die sind alles sehr schön. Der erste ist rot gewesen, der zweite, ich habe sie nie hier, auch so ein Blau, nur ein anderes Blau, aber trotzdem. Ich bin sehr gespannt und hoffentlich wird mir die Reihe sehr gut gefallen, weil sonst habe ich
sehr viel Geld ausgegeben, für dass es mir nicht gefällt. Dann habe ich hier die Witch Queen und das war auch ein geiles Buch. Das war richtig geil. Ich habe das zusammen in einer kleinen Leserunde gelesen und die macht jetzt auch Buch. Und wir waren beide sehr begeistert. Ich weiß gar nicht, wann der zweite Band kommt. Auf jeden Fall hoffe ich bald. Verena Bachmann heißt die Autorin. Und ja, ich, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass der zweite Band bald kommen wird. Ich habe dazu keine, soll ich sagen, Informationen, aber vielleicht ihr. Hier geht es um Hexe Anju. Sie ist halt noch eine, also ich würde schon sagen, eine jüngere Hexe. Und es geht halt auch um Totenbeschwörer und um einen Machtkampf, der richtig gewaltig war. Also ich konnte mir alles sehr gut bildlich darstellen und ja, was soll ich sagen? Natürlich geht es hier auch um meine Liebesgeschichte und ich fand die Protagonistin auf ihre Art und Weise sehr reizvoll und auch mal was anderes geschrieben und nicht immer nur voll gut, sondern auch mal anders. Ja, also ich liebe es. Aber dazu gibt es dann mehr im Lesemodus. Ist der andere Teil wie ein unendlicher Traum, ist von Twisted Tale. Die Eiskönigin 2. Voll komisch, dass das hier nicht steht. Aber egal. Hier geht's um Prinz, als der Prinz den Röschen mit seinem Kuss aufweckt, fällt er selbst in einen tiefen Schlaf, denn der Fluch von Maleficent kontrolliert den Röschens Geist weiter. Sie muss einem fremden, düsteren Dornenschloss und einer magischen Welt voller dunkler Gefahren kommen. Eine Welt, in die ihre Träume sie zwingen. Die Prinzessin muss herausfinden, wer ihre wahren Freunde sind und vor allem auch, wer sie selbst ist. Sehr interessant. So, wir haben es bald geschafft. Jetzt habe ich noch den 8. Band von der Wales-Reihe. Oder creepy, oder? Das Herz so kalt. Das ist der 8. Band. Hier haben wir sie von vorne und dann ist sie von hinten voll böse. Schauen wir mal, was hier hinten noch so steht. Ja, steht halt nichts Neues dazu da. 8 Bänder. Twisted Tales steht nur 4. Aber ich weiß, dass jetzt im März 5 und 6 kommen wird. Genau, auf jeden Fall der 8. Band. Habe ich mir auf Amazon gedacht, so, hey, das Buch ist neu. So habe ich mir nicht vorgestellt, sondern dann wollte ich es nicht zurückschicken, weil ich mir dachte, egal, grausame Märchen und Sagen von Anaconda Verlag. Kann man sich mal geben, 5 Euro. Ja, ich habe jetzt, ich werde es mir mal in den Urlaub mitnehmen oder so. Und bin da eigentlich auch sehr gespannt. Die Zeichnungen sind halt auch echt krass und so. Ja, also wie gesagt, das war eigentlich ein Fehlkauf, aber ich wollte es dann trotzdem lesen. Und dann habe ich gebraucht gekauft von Willhaben. Das ist halt so eBay für Österreich. Und ja, für 5 Euro das neueres, ich glaube, das ist ein neueres Buch von John Green. Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Dieser Roman hat das Zeug zum modernen Klassiker erzeugt. Er zeigt John Green wieder einmal als großartigen Chronisten des Teenager-Daseins. Matt Haig hat das geschrieben. Ja, also es steht ja nichts wirklich da, um was es hier so geht. Ja. Ich werde trotzdem mal gucken und dann wird das auch in den Buchschnitt Video mal rein dran kommen, weil es ja auch ein Buchschnitt hat, der Bund ist ja, hat man ja gesehen. So, dann habe ich noch das letzte Büchlein, ist es auch farbiger Buchschnitt und ich habe mich eigentlich so drauf gefreut auf dieses Buch und irgendwie dann doch nicht gelesen bis
jetzt. Es ist auf jeden Fall eine Trilogie, das kann ich euch schon sagen. Nee, Diologie. Okay. Sommer 2022 kommt Himmelsblüte raus. Und das wird auch einen farbigen Buchschnitt haben, und zwar einen in Blau. Und das Buch wird selber grün sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr. Worum geht's hier? Die junge Lehrerin Breen Kelly ist unzufrieden. Der Job macht ihr keinen Spaß und selbst ihr bester Freund Marco schafft es kaum, sie zum Lachen zu bringen. Als sie erfährt, dass ihr Vater, der sie und ihre Mutter vor Jahren lang verlassen hat, eine gewaltige Summe Geld für sie angelegt hatte, kündigt sie spontan, um den Sommer in dessen Heimat Irland zu verbringen. Zwischen den grünen Weiten der Insel und in einem lauschigen Cottage besinnt sie sich ihr selbst und erlangt neuen Mut. Als eines Tages ein süßer Welpe vor ihrer Tür auftaucht, folgt sie dem Tier und landet in einer anderen Welt. Eine Welt, in der nicht nur ihr wahres Schicksal, sondern auch ein sehr ansehender Mann auf sie wartet. Sehr gespannt. Also ich liebe ja auch solche Stories. Kann man sich auch wirklich auch mal angeben, sage ich jetzt mal. Im Sommer vor allem bestimmt. Es wird ja momentan bei uns sehr warm. Also wir haben jetzt 13 Grad und es ist schon 17 Uhr. Deswegen finde ich super. Ich glaube, das war's, oder? Eigentlich sollte ich noch irgendwo... So, ein Buch habe ich doch noch gefunden. Ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Und zwar ist es der zweite. Ich glaube, das ist der zweite Band. Steht es da? Von der neuen Reihe von Cassandra Clare. Die, ich schaue mal schnell noch. Nein. Aber es musste ja irgendwie, doch, Buch 2 steht da, genau. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten geben wird. Aber ich habe mir auch das Hörbuch auch schon bei Audible auch schon gekauft, weil ich das auf keinen Fall nur lesen kann, sondern auch unbedingt auch mithören möchte. Und den ersten Band habe ich ja auch so gemacht. Und ich bin dann sehr gespannt. Es geht ja hier um die Cordelia Castiers, die ja die Eltern, die Mutter von den Castier, ja, wie heißt der denn? Ja, ich bin halt echt raus in der ganzen Story, nachdem ich die Reihe um sie gelesen habe mit, Moment, ich kann es euch sagen, direkt, das steht hier hinten, Queen of Air and Darkness, die dunklen Mächte, genau. Die Reihe habe ich als letztes gelesen mit Julian und Emma, die beiden Paraparteien sind und auch Gefühle füreinander haben und so. War eine großartige Story und die war eine Castiers. Emma Castiers. Ich glaube, das sind ihre, also wirklich Emmas Eltern. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und hier steht auch der zweite Band der großen neuen Trilogie. Also es wird auf jeden Fall noch einen dritten Band geben. Darauf freue ich mich auch sehr. Ja, okay, das war's jetzt. Ich habe jetzt auch sehr lange geredet und ich hoffe, dass ich es auch schaffe, zeitnah alles hochzuladen und auch dabei bleibe. Und wie gesagt, zeitnah werde ich jetzt auch gleich den Vlog beginnen, denn ich habe jetzt einiges aufzuräumen und auch noch einiges zu erzählen. Ich weiß, als erstes, als überhaupt, ich habe eine dritte Katze. die, ja... beansprucht sehr viel Energie, mehr als meine beiden Boys. Aber trotzdem bin ich so unendlich dankbar, dass ich sie aufnehmen durfte. Es war auch ein langer Kampf mit meinem Freund, aber das werde ich euch alles in einem Vlog erzählen. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns halt im nächsten Video und tschüss!